Ich habe das Business Coaching von Iman Gazi gekauft. Keine Ahnung, wie man den Typ genau ausspricht. Auf jeden Fall ein neues Video von Torben Platzer, der mal wieder ein Business Coaching getestet hat von einem der wahrscheinlich bekanntesten internationalen YouTuber in dieser ganzen Geld verdienen, Business aufbauen, Krypto-Bro, wie auch immer Welt, der halt auch allen möglichen Kram macht. Ich glaube, eine eigene Agentur hat und schießt mich tot, ist ein Amerikaner, der laut eigener Aussage sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdient und dir das natürlich zeigen wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, was denn das Business Coaching taugt. In diesem Selbstexperiment werde ich das neue Business Coaching von Iman Gazi kaufen, die Inhalte reviewen, schauen, ob man damit wirklich online Geld verdienen kann und vor allem sein aktuelles Marketing dem gerecht wird. At the end of the 6 weeks, we had people signing their first clients, making their first commissions, quitting their jobs and even some doing upwards of $10,000 a month. Kurzer Background-Check. Iman Gazi ist 23 Jahre alt, hat 3,74 Millionen Follower auf YouTube. Krass. Und nach eigenen Angaben ein Vermögen von 30 Millionen US-Dollar samt beachtlicher Uhrensammlung. Er ist so eine Mischung aus Tai Lopez und Andrew Tate und hat dementsprechend auch eine ziemlich enge und enthusiastische Community. Dazu später. Früher tatsächlich auch mal geguckt. Ich glaube, wir haben ja sogar einmal auf ein Iman Gazi Video reagiert. Das war sogar fein. Das Ding ist aber, mittlerweile rutscht er halt auch richtig krass in diese ganze die Elite und bla und Keks und die wollen uns hier unterdrücken und Bill Gates und Escape the Matrix Schiene und ach, weiß ich nicht. Also es gibt ja ein paar Punkte, die kann man den Leuten durchaus geben. So ein paar Sachen finde ich auch ein bisschen sketchy, aber so wie das halt immer wieder genauso aufgebaut wird und am Ende fällt man sich selbst wie der letzte NPC, wenn man da einfach nur Geld verdienen will, um 50 Ferraris und 30 Rollies zu kaufen. Ich weiß nicht, das ist alles nicht meine Welt. So, da mag ich Leute wie Torben, aber den meine ich jetzt nicht mal. An wen denke ich da die ganze Zeit? Es gibt auf jeden Fall auch ein paar andere Leute, die das deutlich entspannte Hand haben und nicht so protzig und übertrieben sind und teilweise trotzdem irgendwelche Coachings rausgeben. Und das ist mir denn doch deutlich lieber, weil so wirkt es halt oft wie mega viel Marketing auf Kampf, Reichweite, kontrovers sein und so weiter, nur um halt ja, Käufer fürs Coaching zu finden oder für den Kurs oder was auch immer. Muss ja jetzt hier auch nicht unbedingt ein Coaching sein, auch wenn es so heißt. Aber noch mehr. Ursprünglich in Russland geboren, dann aber aufgrund des wohlhabenden Stiefvaters nach London gezogen. Als er 14 war, hat dieser allerdings seine Mutter ihn wieder verlassen, sodass er seitdem online Geld verdienen wollte, um einfach für die beiden zu sorgen. Und das Ganze dokumentiert er auch von Anfang an auf YouTube. Seine Online-Marketing-Agentur IAC Media hat laut der Website 63 Millionen Umsatz für die Kunden generiert. Der pixelige Zauberer hier könnte aus seiner NFT-Collection stammen, die ihn laut einiger Artikel 10 Millionen eingebracht hat. Und er verkauft vor allem jetzt Coachings, wohnt dementsprechend auch in Dubai. Ich selbst kenne schon einige seiner Videos, habe auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Da ihm mir aber viele DMs geschickt hat, dass wir vor allem auch seinen Business-Kurs mal kaufen sollen, machen wir das jetzt heute. Denn er ist gerade in der Launchphase seines neuesten Programmes Educate the Rescue. Werden Sie zum Außenseiter, erlangen Sie finanziell. Mein Gefühl, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird nicht völlig wack. Aber auch nicht so krass. Ich meine, was hatte er sich in letzter Zeit so angeschaut? Prinz Markus, das war furchtbar. Andrew Tate war so eigentlich sogar okay durch die Community und die ganzen verschiedenen Themen, auch wenn es am Ende am meisten auf, ja, dieses ganze Affiliate-Marketing hinauslief. Aber hier habe ich auch eher so ein Gefühl, ein paar Sachen sind da ganz nice, aber ich glaube, wir werden hier nichts so krasses erfahren, was man nicht auch sich ganz normal aus ein paar YouTube-Videos ziehen kann. Finanzielle, örtliche und zeitliche Freiheit. Wir bekommen die Wahrheit. Erstmal Armut und Gehorsam ablegen. Dann werden unsere einschränkenden Überzeugungen entwirrt, aka das Mindset-Modul. Und wir lernen Verkaufen im sechsstelligen Bereich Remote, also wahrscheinlich so eine Art Closer-Ausbildung. Wie wir von null an eine Agentur aufbauen, die 10.000 im Monat abwirft. Und wie wir mit KI Geld verdienen. Außerdem haben wir Live-Calls, One-on-One-Mentoren und Iman selbst ist anscheinend auch für uns da. $990, I'm in. Beziehungsweise wollte ich gerade. $990 auch schon relativ teuer. Also selbst bei Andrew Tate kam man, glaube ich, so auf 600 pro Jahr.
Und das ist für mich eigentlich auch Obergrenze. Also so ein Kurs für 200, 300 Euro finde ich völlig in Ordnung, wenn der auch in Ordnung ist, der Kurs natürlich. So bis 500 Euro würde ich gegebenenfalls auch noch mitgehen oder 600. Aber alles darüber, dann wird es halt echt kritisch. Also dann muss es auch richtig krass sein, damit es das auch nur ansatzweise wert ist. Und wenn es auch nur 3 Module gibt. Und ich sage auch, diese Live-Calls, bin ich sehr skeptisch, ob es die am Ende wirklich gibt. Vor allem mit Iman selbst und nicht mit irgendwelchen Leuten, die er sich mal für 50 Euro Stundenlohn von Fiverr geholt hat. Unser lieber Torben, wo der immer das Geld her hat, um es zum Fenster rauszuschmeißen. Was heißt rauszuschmeißen? Ist ja ein Invest. Business-Ausgabe, Business-Expense und der holt es mit einem Video 100%ig wieder rein. Würden meine Videos 100.000 Klicks machen, könnte ich mir das auch easy leisten. Und seine machen ja oftmals mehr als 100.000 Klicks. Und er wird einen ähnlichen CPM wie ich haben. Also dementsprechend gibst du es halt aus, um darüber ein Video zu machen, um dadurch auch wieder Geld reinzuholen. Gerade kaufen und während ich die Kreditkartendaten eingebe, kriege ich einfach auf WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Hey Torben, hier ist Humsa von Imans Team. Ich habe mich gefragt, ob du denn auch den Link hast, der zu den ganzen Bonussen führt. Mein erster Gedanke war, dass er das Paket jetzt irgendwie durch irgendwelche zusätzlichen Kurse erhöhen wollte. Und nachdem ich verneinte, bekam ich diese Voice. Hey Brother, I still have a few more links left that Iman has given the team. Just has a couple bonuses that you don't normally get through the website. So I can definitely get that over to you. But I wanted to ask, what's kind of holding you back at the moment? About starting with Educate right now. Was schon weird ist, weil zwischen der Eingabe der Daten und der Nachricht hier lagen so 5 bis 10 Sekunden. Also ich hätte gar keine Zeit gehabt zu kaufen und er fragt, was mich zurückhält. Ja, zum Beispiel weitere 5 Sekunden oder so. Naja, ich habe trotzdem mal mitgespielt und meinte einfach zu ihm, hey, es liegt an dem Budget, an dem zu investierenden Betrag und er hatte natürlich sofort die Lösung. Yeah, so if you live in a certain countries, we actually use Klarna. You may be able to split the payment into 3 different payments throughout the year. Is that something that might help you out? Klar, ist natürlich das Beste für einen Einsteiger. Also da hört es auch richtig auf. Aber nur, oh, wenn du dir unseren Kurs nicht leisten kannst, tja, dann musst du Brokey halt Schulden machen. Mach Ratenzahlung, hol dir noch ein paar Zinsen ins Haus, bevor du überhaupt Geld verdienst. Und zwar, um einen Kurs zu kaufen und nicht um, ich meine, wird man jetzt mit den Zinsen ein Haus kaufen, was denn selbst wieder Geld abwerfen kann? Fein, von mir aus, das kann sich rechnen, aber hier, das klingt einfach schon nach einer richtig grottigen Idee und vor allem nach einer richtig grottigen Empfehlung. Einsteiger-Coaching direkt mal in die Klarna-Falle. Und dann habe ich in dem Moment auch verstanden, wieso er mir einfach sofort schrieb. Denn es ging hier nicht um irgendein anderes Paket oder Boni, es ging einfach nur um seine Kopfgeldprovision. Use the link I sent in this chat if you want to take advantage of the bonuses that I mentioned. And yeah, I can help you get set up if you do decide to move forward, okay bro? Aber gut, wir nehmen alles mit. Ich glaube nur ehrlich gesagt, in der realen Situation hätte das eher Leute abgeschreckt. Der Mitgliederbereich sieht super clean aus. Unter Dashboard sieht man hier den nächsten Live-Call. Heute zum Beispiel Advanced Sales Training und noch ein anderer. Melde ich mich gleich für an. Dann hat man hier die 3 Kurse, wo man jeweils auch schon sieht, wie viele Videos die beinhalten. Ein Kalender mit allen Lives, da sind teilweise echt bis zu 4 an einem Tag. Wir haben die Aufzeichnung und den Monk Mode. Das ist quasi so ein internes Tool, wo man sich selber mit accountable hält, indem man seine Tagesziele hier einträgt. Ja, dann noch PDFs zum Runterladen zu den einzelnen. Sieht aber actually erstmal ziemlich gut aus. Also viel Schlechteres gesehen, relativ wenig Besseres. Also vom Aufbau auch mit den Live-Calls, dass man noch so ein paar Tools hat und so, echt nett. Warum nicht? Ist auf jeden Fall optisch echt alles cool gemacht. Und Find a Friend. Ich dachte erst Invite a Friend, ne? Wie bei Tate, dass man vielleicht Kohle kriegt. Aber hier ist es tatsächlich nur, dass du schauen kannst, wer kommt aus Deutschland, wer kommt sogar aus München. Und ihr seht hier einige Vor- und Zunamen, Bild und so weiter und sogar das Instagram-Profil. Ich ziehe mir auf jeden Fall jetzt mal alles rein. Dann melde ich mich wieder. Bin mal gespannt, wie diese Live-Calls ablaufen und wie viele Leute da drin sind. So, ich habe mir den High-Ticket-Closer-Kurs mit 29 Videos reingezogen, von denen viele wirklich 20 Minuten oder noch länger sind. Und direkt vorweg, die Produktion ist wirklich super High-Quality. Hier an der Stelle einfach nur ein kleiner Ausschnitt vom Trailer, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Sales has a bad rap.
And justifiably so. Over the last 70 years, it's been filled with the same kind of people. Also ich muss einerseits sagen, ich respektiere die Qualität, die ist wirklich gut, aber ich muss hier trotzdem mir echt mies das Lachen verkneifen, wenn ich das sehe, was schon wieder so übertrieben großspurig ist. Und dabei haben die Leute in dem Moment ja schon gekauft. Aber gut. Insgesamt 6 Module, angefangen mit einer Vorstellung des Gastdozenten durch Iman. Modul 2 ist dann der ehrenvolle Abschluss. Neben einer Menge Selbstbeweihräucherung von Paul geht es hier um den Kodex des Verkaufs. Gott. Das Ganze soll ohne Täuschung und Manipulation sein und Vertrieb ist einer der besten Wege, um finanziell frei zu werden. Außerdem spricht er darüber, woran man erkennt, ob man fürs Verkaufen gemacht ist oder nicht, sagt aber im nächsten Satz auch, dass es jeder erlernen kann. Ist einfach eine sehr oberflächliche Einleitung nochmal in das Thema. Modul 3 ist dann das Vertriebsökosystem. Inhaltlich, wie und wo man networken kann, ohne konkrete Webseiten oder Anlaufstellen. Dass Social Media eine sehr wichtige Rolle spielt und man auch was über Social Selling lernt. Und wie überhaupt im Sales die Vergütung funktioniert. Es gibt zum Beispiel ein 5 Minuten 30 Video, in dem er am Anfang eine Minute lang betont, dass es heute kein Vorwort gibt. Dann schmunzelt er und spielt das Intro nochmal ab und anschließend erklärt er den Unterschied zwischen Gehalt und Provision. Im darauffolgenden musste ich dann wiederum schmunzeln, denn er erzählt wirklich voller Überzeugung, wie wichtig das Aussehen, das komplette Equipment und vor allem die Umgebung, also die View bei einem Verkaufsgespräch sei. Aber schaut mal selber. Let's say that instead of wearing a pressed shirt and blazer, I was wearing a really T-shirt. Let's turn off the studio lighting. Let's stop using these multi-thousand-dollar microphones and movie production cameras. We're not sales dinosaurs. This is the new modern era of selling. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie die Leute, die den Kurs gekauft haben, sich gerade so umdrehen und denken, warte mal, bei mir sieht das genauso aus wie in seinem Negativbeispiel. Weil das ist ja die Zielgruppe, die auf der Landingpage angesprochen wird. Einfach direkt die Message. Ja, Leute, also ihr habt jetzt diesen Kurs und ihr guckt euch dieses Modul an, kauft jetzt bitte noch Multi-Tausend-Euro-Equipment. Das muss aussehen, als wärt ihr in dem Studio. Ihr müsstet so direkt live ins Fernsehen übertragen können. Erst dann seid ihr ready, um auch nur einen Verkauf zu erzielen. Also wirklich, shake my head. Ich meine, selbst bei mir sieht es ja nicht mal im Ansatz so gut aus wie bei ihm. Ich bin geschätzt irgendwo in der Mitte zwischen den zwei Sachen. Reicht das jetzt überhaupt, um auch nur ein Verkaufsgespräch zu führen? I don't know. Auch ganz komische Message, vor allem, weil man ja auch mittlerweile mit Filtern und mit Hintergrund blurren so viel machen kann und man muss ja das Gespräch noch nicht mal mit seinem Gesicht führen. Also weiß ich jetzt nicht. Studenten, die ein eigenes Business starten wollen. Das vertieft er dann sogar noch weiter in dem hier, wo er sagt, Verkaufsgespräche immer alleine halten und definitiv Arbeitsplatz und Schlafzimmer trennen. Ich meine, wenn ich mich an meine Studentenzeit zurückerinnere und mein Studentenapartment, dann waren das 29 Quadratmeter, Schreibtisch, Küche und Bett in einem Raum. Danach kommt das Modul. Schwierig, Bro, schwierig. Ich höre nämlich tatsächlich den Podcast von Torben und da sagt er halt actually genau dasselbe. Immer mal wieder. Trenne den Arbeitsplatz und dein Schlafzimmer. Und ich finde den Punkt auch gut. Also hier auch gar kein Front, aber finde ich jetzt trotzdem ein bisschen komisch, dass er es kritisiert, obwohl er das immer wieder selbst sagt. Und seine Podcast-Zuhörer jetzt wahrscheinlich sogar eine relativ ähnliche Zielgruppe sind, wie die halt ja von so einem Kurs oder von Iman Ghazi, nur halt in Deutschland. Cool, Million-Dollar-Sales-Prozess. Tatsächlich geht er hier auch detaillierter rein, wählt aber zur Veranschaulichung immer so Beispiele, wo ich mir denke, die werden in der Praxis halt einfach belächelt. Er sagt zum Beispiel, dass wenn jemand nicht kaufen will, soll man sagen, hey, das hier ist eine Chance, wie wenn du 2010 Bitcoins kaufen könntest, mit dem Wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Was mich an der Stelle auch an Modul 1 und 2, wo es um Ethik und keine Täuschung geht, so ein bisschen hat zweifeln lassen. Imagine you could go back into 2017 and invest in Bitcoin. You would do it in a heartbeat. We don't normally have that second chance. Opportunity cost shows that this is the second chance because what you're saying is that inaction cost them before and what they think after is that inaction will cost them again. And so opportunity cost creates what's called internal urgency. Internal urgency is showing them that the cost of taking action is actually less than the cost of not taking action. Modul 5 ist dann Hürden überwinden und Glaubenssätze. Im Fokus vor allem das Thema Einwandbehandlung und Einwandvorwegnahme. Fand ich an der Stelle, obwohl es tatsächlich nur 3 Videos sind, das beste Modul des ganzen Kurses. Hier gibt es zum Beispiel auch mal solche Grafiken, aber es fehlen wieder konkrete Beispiele. Er kreiert oft eine fiktive Dating-Situation und ja klar, im Dating geht es auch darum, sich zu verkaufen, aber emotional ist das ja was ganz anderes, wie wenn du jetzt irgendwie eine Dienstleistung oder so verticken willst. Ja, und das letzte Modul sind... Und du hast ja eine ganz andere Zielgruppe in der absoluten Regel. Und dann fortgeschrittene Konzepte. Auch diese sind wirklich super, super langatmig erzählt, seine Gedankengänge und so weiter. Also 20 Minuten Video, 2 bis 3 Sätze Mehrwert. Zum Beispiel hier gibt es ein 9 Minuten Video, in dem er erklärt, es sei schwieriger ein Ja als ein Nein zu bekommen. Und aus einem Nein kann ja noch ein Ja werden. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, keine Sorge, war ich auch. Sein Beispiel, wenn du eine Frau bei dir zu Hause hast, dann frag sie nicht konkret, ob sie bei dir schlafen will, sondern ob sie es prinzipiell ausschließen würde, heute bei dir zu nächtigen. Weil das Nein zu bekommen ist in dem Fall leichter als das Ja bei der konkreten Frage.
Und die PDF im Download-Bereich unterstreicht auch nochmal den Fokus des kompletten Kurses. Denn das ist keine Anleitung von einem Verkaufsgespräch oder Telefongespräch oder so, wo du dich so langhangeln kannst. Nein, das ist eine Einkaufsliste für Mikrofon, Equipment und Poloshirts. Wie gesagt, die Präsentation ist top, der Inhalt extrem schwach. Du bekommst einen Überblick, was ist verkaufen, aber gar keine Praxistipps, kein Step-by-Step. Also da war ja dann mein Tipp einfach schon mal richtig. Du hast mal ein paar Sachen durchaus gelernt, ein paar nette Punkte waren auch dabei, aber nichts, was jetzt so spezifisch und so genial war, dass man das nicht auch in YouTube-Videos findet. Also so wie diese Basic-Punkte klangen, hat mich das sogar an Videos von Iman Ghazi selbst erinnert. Also das findest du wahrscheinlich schon bei dem seinen älteren, kostenlosen YouTube-Videos. Oh mein Gott. Und das war ja ganz wichtig, ein Drittel anscheinend von dem ganzen Kurs. Es gab ja drei Dinge, einmal von dem Typ, dann von Iman und noch von einem anderen. Und wir sind jetzt anscheinend mit ihm schon mal durch. Perfekt. Super viel Wiederholung und Fiktion. Bin auf jeden Fall gespannt, ob Iman selber da mehr abliefert. Denn als nächstes schaue ich mir seinen Agenturkurs an. Und damit ist er ja wohl auch berühmt geworden. Jetzt wird spannend. Agentur hat Torben ja selbst. Agency Navigator wurde früher für $3,000 verkauft, ist dann auf 1.500 reduziert worden. Jetzt ist er hier integriert. Ziel ist es, eine Social Media Agentur von null aufzubauen, mit der man mindestens $10,000 im Monat verdienen kann. Also klassisches SMMA. Und ich muss sagen, dass Iman das auch wirklich die letzten Jahre über geprägt hat. Modul 1 beginnt mit einem Überblick des Programms, wie man seine Nische findet und für diese dann eine passende Dienstleistung konzipiert. Im Gegensatz zu dem Sales-Kurs ist das hier wirklich detailliert, gute Tipps, zum Beispiel Targetierung von Fitnessstudios, was auch in Deutschland eine sehr ergiebige Zielgruppe war. Danach folgt dann das Mindset-Modul und zum Glück habe ich mir das zuletzt angesehen, da ich erstmal bei dem Fachlichen bleiben wollte und konnte so auch wirklich alles objektiv betrachten und bewerten. Ihr werdet gleich verstehen, warum es mir danach eher schwer gefallen wäre, denn diese ganze Storyline, die jemand da aufbaut, ist zum großen Teil nachweislich erlogen. Aber erstmal nochmal zum Kurs an sich. Dort geht es dann weiter mit der Rubrik Systeme und Prozesse. Wie man ein Angebot kreiert, Preiskalkulation der Dienstleistung für lokale Unternehmen versus E-Commerce. Und jeweils natürlich auch, welche Modelle überhaupt Sinn machen. Beispielsweise, dass man einen Friseursalon eben nicht so skalieren kann wie einen Online-Shop und daher unterscheiden muss. Er zeigt also die Berechnung eines festen monatlichen Retainers versus dynamischer Modelle, wo man einen prozentualen Share mit integriert, was absolut sinnvoll ist und in der Praxis auch gang und gäbe. Das klingt auch jetzt schon deutlich besser und deutlich praxisnaher als der Kurs eben. Und die Preiskalkulation, würde ich sagen, kann man auch so übernehmen. Er hat ein Modul für Steuern, Rechnungswesen und Buchhaltung und schlägt auch konkrete Tools vor, wie man hier Strukturen aufbaut. Also abgesehen von den deutschen Unternehmensarten und auch der Besteuerung, bekommt man aber echt einen sehr guten Einblick, im Gegensatz beispielsweise zu Tates Programm, wo das ja hier sein Ratschlag war. I, in most of my companies, will make $1 million before I'll even consider with a tax form, talking to an accountant or registering any companies. Iman zeigt, wie das Onboarding von... Also nur um das nochmal klarzustellen, ich meinte vorhin ja auch kurz, man muss jetzt nicht direkt irgendwie eine Firma anmelden, wenn man gerade mal ein bisschen Geld verdient hat, aber bei einer Million, das war damit nicht gemeint. Ich wollte jetzt sagen, wenn man vielleicht mal schon 2 Monate unterwegs ist und schon mal 1.000 Euro verdient hat, dann ist es okay, wenn man danach das erst angemeldet. Aber wenn man schon jahrelang unterwegs ist und Millionen Umsatz gemacht hat, das meinte ich damit definitiv nicht und das ist ganz großer Schwachsinn. Aber anscheinend scheint ja selbst das Steuermodul, obwohl es aus einer US-Perspektive ist, hier bei Iman gar nicht mal so schlecht zu sein. Kunden ablaufen sollte von reaktiven zu proaktiven Kommunikation. Es geht um die Lead-Gewinnung für die eigene Agentur und vor allem aber auch, das finde ich super wichtig, für die Kunden, sowohl organisch als auch bezahlt, muss sagen, Imans Fokus sind definitiv Facebook-Ads, was ich auch als seine größte Stärke sehe. Er bringt einem extrem detailliert bei, wie man die schaltet, Kampagnen aufsetzt, sie auswertet, skaliert, teilweise über 10 Videos hinweg. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch keinen besseren Kurs bisher gesehen. Was zu kurz kommt, sind Google-Ads und komplett vermisst habe ich TikTok-Marketing, was schon mehr als ein Jahr wirklich sehr ergiebig funktioniert und auf jeden Fall integriert werden sollte. Positiv überrascht hat. Muss ich aber sagen, selbst zu den Sachen findet man auch mega krassen Content schon gratis auf YouTube. Nur man muss sich dann halt mal vielleicht ein paar Videos zusammensuchen und findet nicht einen einstündigen perfekten Kurs direkt so als fertiges Video. Aber gut, trotz alledem klingt das jetzt bereits deutlich besser als alle Kurse, also zumindest das Modul von Iman, die Torben bisher so getestet hat. Hat dann wieder der Part der LinkedIn-Lead-Gewinnung, LinkedIn-Sales-Navigator, Strategien, die ich ehrlicherweise selbst noch nie gehört hatte. Er spricht außerdem über Follow-ups und Sales, zwar über das Setter-Closer-Prinzip so, als hätte er das erfunden, obwohl es absoluter Standard ist, aber man bekommt wirklich Skripte, Erklärungen von ihm zu jedem einzelnen Part, was kann man sagen, wenn der Kunde diese Einwände hat und so weiter. Außerdem gibt es Videos und auch PDFs zum Aufbau der Sales-Funnel, wo es eben nicht nur darum geht, die eigene Agentur groß zu machen, sondern vor allem auch, wie man die für die Kunden umsetzen kann. Hier am Beispiel von Chiropraktikern, wo er die ganze Kampagne erläutert, die Werbematerialien durchgeht und das gleiche gibt es auch nochmal für Fitnessstudios. Alles in allem habe ich mir jetzt wirklich 5-6 Tage Zeit genommen und alles für euch durchgearbeitet.
Deshalb übrigens auch letzte Woche kein Upload, aber Qualität und ehrliche Reviews sind uns wichtiger als CPMs im Winter. Und ich muss sagen, fachlich ist dieser SMMA-Kurs wirklich gut. Nur er ist auf einem sehr wackeligen Fundament erbaut. Und das solltet ihr einfach auch wissen. Die dunkle Wahrheit. Sein komplettes Marketing um das Programm herum basiert darauf, dass es sogenannte Puppet Master, also Puppenspieler gibt, die uns Menschen wie Marionetten steuern, klein halten und das Rescue, also genau sein Education Program, nun die Lösung für genau das sei. Was mich sofort an Andrew Tate, die Matrix und The New World erinnert. Und tut es auch. Man merkt es ja gerade überall, wie viele sich davon inspirieren lassen, weil das von Tate hat einfach verdammt gut funktioniert. Das auf irgendwelche Matrix, auf irgendwelche Puppenspiele, auf irgendwelche Regierungen, WEF, ihr wisst schon, was ich meine, auf all den ganzen Kram zu schieben und du musst dich da befreien und nur so geht das, nur mit Geld und bla und Keks, das übernehmen die ja gerade alle, genauso wie diese Bewerbungsmethode mit, du kriegst hier Geld durch Affiliate, durch feste Beträge, was auch immer, wenn du einen Haufen Clips postest. Selbst ich habe schon mal kurz darüber nachgedacht. Ich würde mir wahrscheinlich einfach irgendwen da veranstellen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So viele Sachen von Tate werden da einfach übernommen, weil sie leider auch funktionieren, auch wenn sie teilweise schon ein bisschen shady sind. Manchmal geht's noch, aber manchmal, ja, sehr grenzwertig. Ohne Zweifel ist das Ganze auch inspiriert, auf die Spitze getrieben und tatsächlich genau im richtigen Moment eingeführt, nämlich als Tate im wahrsten Sinne die Hände gebunden war. Denn schon Anfang des Jahres hatte er eine Videoreihe namens The Digital Renaissance. Da meinte er im Vorfeld, es würde ihn super angreifbar machen und der Release sei gefährlich, weil er sich einfach sehr mächtigen Menschen ausliefern würde damit und so weiter und so weiter. Und er hatte schon vermutet, dass es wohl schnell gelöscht wurde. Now for a few months people have noticed that if you approach a specific subsection of topics from points of view that defy or challenge the narrative of what is considered right or truthful by the establishment, well then, you get silenced. I mean, look, over the years, I experienced this firsthand, you know, back in 2020, releasing a video on YouTube about a certain cough, and having a YouTube channel strike and the video taken down within 12 hours. Worauf er anspielt, ist das Thema Zensur durch die Medien, dass die Wahrheit verschleiert würde und so weiter. Und es kam zu der Zeit ja immer mehr auf. Und klar kann man auch drüber sprechen. Hier wurde es allerdings nur genutzt, um Angst zu schüren und dann ein Programm zu verkaufen. Mhm. Der komplette Produktionsaufwand, diese Netflix-Qualität, das manipulative Storytelling, ist halt ziemlich genau das Gegenteil von dem, wie Whistleblower ihre Informationen rausgeben, was es für mich schon super unglaubwürdig macht, aber es kommt noch besser. Denn wie von ihm prognostiziert, wurde das Video wirklich von der Plattform entfernt. Nur nicht von einem YouTube-Mitarbeiter, sondern von ihm selbst. Entfernt nämlich Google ein Video, erscheint die 404 Fehlermeldung. Klickt man heute auf den Link in dem Newsletter, wo das Video drin war, kommt dieser Screen. Das Video wurde vom Uploader gelöscht. Also das ist wirklich weak. Was einige wenige auch entlarvten, aber durch diesen enormen Kult wurde sogar das noch von seinen Anhängern verteidigt. Und es hat funktioniert. Ein Programm wurde verkauft, weshalb er jetzt einfach genau das gleiche mit Rescue nochmal gemacht hat. Auch hier hieß es wieder, Education is scam, du brauchst Mentoren und er hat die Lösung. Inside of Educate, you're gonna get access to all of these programs. Get all of that for only $1,500. To thank you for being a part of the Rescue and staying live with me here today, I'm gonna give you a $500 discount. Wer dort nicht gekauft hatte und auch nicht in der WhatsApp-Gruppe, wo eine Ratenzahlung für die ersten 100 Leute angepriesen wird, der bekommt eben Post von den Provisionsjägern. Dem Humse hat mich nämlich auch noch die liebe Bronislava angetextet, sowohl bei WhatsApp als auch via Mail und hatte ebenfalls ein paar Boni für mich. Für die Live-Calls muss man anfragen. Ich wurde bisher tatsächlich außer dem Welcome-Call immer abgelehnt und aufgefordert, mich auszuloggen oder meinen Account zu löschen. Wir halten also fest, der Kurs an sich, zumindest Imans Part, ist besser als gedacht. Copywriting-Videos habe ich jetzt noch offen, sagt also gerne Bescheid, ob ich den auch noch schauen soll. Das Marketing drumherum ist allerdings kompletter Brainwash, manipulativ und pushy. Mittwoch 18 Uhr werde ich dazu meine komplette Podcast-Folge machen, also Online-Business-Gurus. Ist auch schon online. Bleibt noch der letzte Punkt, nämlich das Fundament von dem Ganzen. Die eigene Social-Media-Agentur, die ja so viel Umsatz für die Kunden einfahren konnte, was ja erst ihm die Expertise verleiht, das auch anderen Leuten jetzt beizubringen. Laut diesem Video hat er sie allerdings letztes Jahr geschlossen, was ich merkwürdig finde, weil wenn die so gut läuft, wieso nicht übergeben, Geschäftsführer anlernen oder ähnliches. Nein. Oder einfach verkauft, das geht ja, auch noch. Vielleicht liegt es daran, dass diese Agentur schon immer Education verkauft hat. Der eingetragene Name ist nämlich IAG Online Service Limited und in der Privacy Policy Page, sogar von der Website, heißt es oben Grow Your Agency, nicht wir holen für dein Unternehmen Kunden, Leads oder ähnliches. Deshalb ich persönlich stark davon aus. Also es war von Anfang an nur eine Agentur, die anderen Leuten beibringen will, eine gute Agentur zu sein, obwohl das irgendwie gar keinen Sinn ergibt, weil dafür musst du ja selbst schon, er wollte halt auch diesen kompletten Self-Fulfilling-Prophecy-Ding fahren und einfach sagen, ja, ich tue so, als wäre ich eine gute Agentur, so lange, bis ich so viele Kunden habe, dass ich wirklich eine halbwegs gute Agentur bin. Ausgehe, dass dieser Umsatz ausgedacht ist,
was auch zu dem Erfahrungsbericht hier passt. Und Iman, während er selber so eine SMMA hatte, schnell merkte, es ist leichter und skalierbarer, wenn er anderen Leuten zeigt, wie das geht, anstatt es eben selber zu machen. Aber was denkt ihr? Gebt uns gerne Feedback in den Kommentaren. Wer hat selber Erfahrung mit Iman, mit anderen Kursen und so weiter? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war eine ganze Menge Arbeit. Abonniert den Kanal für mehr solcher Experimente. Lasst gerne ein Like da. Checkt, wie gesagt, Mittwoch die Podcast-Folge aus. Und ansonsten so, all in all aber mal wieder ein sehr aufwendiges Video. Geld ausgegeben, um für uns das Ganze hier zu testen. Und es war wichtig, denn auch hier, der Kurs von Iman selbst schien zwar wirklich solide zu sein, aber ist der dann alleine das ganze Geld wert, die 1000 Dollar oder was das waren? Finde ich nicht. Oder 600, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es war. Aber für einen auf gar keinen Fall würde ich nicht machen. Vor allem, weil das, glaube ich, sogar hier haben wir es. 990 Dollar. Und es klingt sogar wie ein jährliches Payment. Also nach einem Jahr ist es dann wieder weg, müsste man nochmal bezahlen. I don't know. Also da bin ich definitiv kein großer Fan von. Aber wie immer, falls irgendwer da andere Meinungen oder irgendwelche Erfahrungen damit haben sollte, sehr gerne in Chat oder in die Kommentare.